Damit streckt man Leute. Die benutzt man, indem man Leute darauf spannt oder sowas, sagt er. Ja, gleich in 5 Sekunden. 1, 2, 3 und. Die benutzt man, indem man Gefangene draufspannt. So besserwisserisch. Die benutzt man. Ja, also. Okay, ich kann das nicht wiederholen. Mit dem Hose am Haken. Nein. Käfig, nein. Käfig, nein. Strickbank, nein. Ach, Mensch, Strickbank, 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 Nagelbrett, Sichel an Knochenstumpf. Den will ich mitbekommen. Draufhausen mit dem Kuhfuß vielleicht? Nee, dann lasse ich das lieber da. Ich sollte dir Ja, furchtbar. ja, ja. Na gut, Leertaste und es kommt raus, das und überhaupt. Die Hose ist auch irgendwie sinnlos, dass wir es nicht mitnehmen können. Das soll vielleicht aber auch helfen, dass wir nicht zu viel Zeug in unserem Inventar mit rumschleppen und auch Rätsel, die wir geschafft haben, nicht nochmal probieren. Insofern ist das schon gut. So, im aufgeklappten Thronsitz Jetzt ist ist es leer. leer. Der Thron, wurde auch schon bequatscht zur Genüge. Aha. Ich habe dir doch gar nicht gesagt, dass du hochgehen sollst. Sedgwick. So, hier gibt es nix, aber die Wippe. Können wir eigentlich mal hingehen? Ich hatte mich schon gefragt, wie genau Sedgwick das denn jetzt schaffen will. So, zur Wippe hin. Warum auch immer. Aus dem Brunnen haben wir Wasser. Da ist also auch schon alles gegessen. Wozu die hier wohl steht? Sie scheint keinerlei praktischen Nutzen zu haben. Nein, Spot, du kannst später noch mit der Wippe spielen. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Süß. Also rein theoretisch, wie es ja bei den anderen drei Welten war. Also, oder Leveln, Kapiteln waren es, glaube ich. War es immer so, dass die Sachen weniger wurden, die wir dabei hatten, und dass es dann das Ende des Levels sich andeutete und der Absturz des Spiels und so. Ich würde das so eisern gerne hinbekommen. Gerne so eisern. Manchmal sind die Rätsellösungen ja auch ein bisschen abstrus. Zum Beispiel zünden wir das Periodensystem an, wodurch da eine Kakerlake rauskommt, die wiederum, weiß ich nicht, einmal in den Glaskolben flatuliert und dann durch einen Windstoß den Goldfisch runterhaut, der dann wiederum dadurch schwimmt, in das Glas rein, rumwackelt und uns das direkt vor die Füße bringt. Sowas zum Beispiel wäre dann die Idee von den Jungs von Daedalic, ne? So in etwa. So, jetzt habe ich Spot mit hat euch kein Interesse an abgerechnet. Alchemie. Solange es etwas zu fressen gibt, ist er ganz in seinem Element. Ja, Periodensystem der Elemente. Ich bin so stolz. Wahnsinn. Wie bekommen wir das Öl? Mann, oh Mann. Das Rohrsystem, das Rohrlabyrinth können wir nicht umbauen. Glaube ich. So, und jetzt? Ach, Mensch, Spot, jetzt lösche ich dich erstmal wieder, dann hast du wieder ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Knuffig, oder? Hast du eine Raupe, ist echt süß. Spot auf Spot, wie wäre das? Spot, ich spotte dich mal. Willst du mir beim Steinhard Nein, brechen? nein, nein, nein und nein. Spot kommt da nicht ran. Spot will keine Farben mischen. Spot kann mir hierbei nicht helfen. Raupen sind farbenblind. Ach Mensch, da wären wir schon zwei. Also wobei das blind auch irgendwie ein bisschen komisch klingt. Ne? Also es gibt wohl nur die wenigsten mit so einer, sag ich mal, Farbenblindheit, die dann wiederum keine Farben sehen. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die nur grau sehen. Vielleicht Blinde. Naja. Ja, es ist gerade Totenstille. Das finde ich gerade sehr beängstigend. Normalerweise schreien draußen irgendwelche Kinder rum. Heute auch mal nicht.
weil es komisch ist. Eigentlich, was denn eigentlich gerade? Kurz auf nach draußen guck, es müsste so Freitagnachmittag sein. Haha, das klingt, als hätte ich 30 Jahre aufgenommen. Nee, also das Öl. Wir kommen nicht ans Öl ran. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer und überhaupt. Ja, vielleicht können wir mit dem Kuhfuß. Ach Mann. Mir gehen echt langsam die Ideen aus, was wir da machen können. Mit der Kurbel danach werfen. Nein, ich komme nicht ran. Tja, dann müssen wir das nochmal ganz kurz so machen. Wo ist Spot? Da ist Spot, aber wir müssen den niedlichen Spot machen. So. Das kann man. Nee, der wackelt so rum. So. Oder hier ging er auch. Nee, ohne ihn. Also noch ein bisschen da nach vorne. Damit, ja, das könnte dann wiederum ein Thumbnail werden. So, ja, Moment. Oder gehen wir doch lieber zu den Farben? Ich weiß ja nicht. Komm mal mit, Spot. Och, das sieht auch super aus. Das kann man anbieten. Och, herrliches Porträt. Da muss Hedwig nur noch hergucken. Moment, haben wir gleich. So, wunderschön. Ja, das kann auch ein tolles Bildchen werden. Also, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und wir versuchen das in der letzten wahrscheinlichen Aufnahme hinzubekommen. Oh, ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele das schon waren. Ha. Tschüss. So, herzlich willkommen zurück in der Whispered World. Oder von mir aus auch bei The Whispered World. Wer knatscht da eigentlich so? Das ist bestimmt der Wind hier oben, ne? Ja, ich wollte vorhin eigentlich sagen, also hatte ich mir so vorgenommen, auch sehr lange her und Ewigkeiten. Aber ehrlich gesagt sind das nur 2 Wochen, von daher ist das jetzt auch eher nebensächlich. Wir waren hier irgendwie am Farben machen, ich muss mich gerade mal etwas orientieren. Spot sieht übrigens unglaublich süß aus, ich glaube. Das hatte ich so geplant. Ja, das Rohrlabyrinth, zack, zack, zack. Achso, da haben wir schon Öl reingehauen. Moment, gehen wir mal kurz nach unten, damit ich wieder weiß, wo wir waren. Eigentlich weiß ich das, aber nicht, dass ich nachher Sachen vergesse, weil ich dann doch nicht Sachen wusste. So, hier ist jetzt aber alles. Nee. Achso, da war der Typ in der Ecke, der Mulachai. Nee, der ist das ja gar nicht. Wie heißt der? Bobby, ne? Bobby. So, wir waren im Turm drin, da hatten wir Bilderrätsel und so weiter gelöst. Das müsste jetzt übrigens auch die letzte Runde sein. Theoretisch. Nein, ich komme nicht ran. Spot dahin reichen. So flach bringt's auch nicht. Vielleicht einfach mal. Schon. Oh, der sieht so putzig aus. Oh. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer und überhaupt. Und überhaupt, genau. Mit anderen Worten, Cedric ist einfach nur mal wieder pessimistisch. Aufrollen nicht. Wegbrennen. Nee, ich glaube, das war auch nicht so die Idee, jetzt hier in den Glaskolben reinzupusten mit Feuereifer und so. Geschafft. Nee. Ich habe mein eigenes Olivenöl destilliert. Die Frage ist nur, wie komme ich da oben ran? Oh je. Wir müssen das doch bestimmt irgendwie runterwerfen, oder? Haben wir was zum Werfen? Denn da kommt man doch nie ran. Das sieht so aus, als wäre da auch kein Fenster hinter. In der Kommode was drin ist, was wir da reinwerfen können? Leer. Ja, sehr wahrscheinlich leer. Das hätte er uns schon mitgeteilt, der Gute. Sag mal. Nein, keine Spuren einer Trickfalle zu sehen. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen, bevor man fremde Kommoden öffnet. Genau. Ja. Der schläft wahrscheinlich auch mit einer Schrotflinte unterm Kopfkissen. Oder mit einem Kopfkissen unter der Schrotflinte. Okay, wie kriegen wir das Ding da jetzt runter? Ich hatte ja schon überlegt, ob wir hier nicht irgendwas noch machen müssen, damit dann über diese Kolben-Dings da und Rohre, aber die Idee hört sich schon so blöd an wie irgendwas. Deswegen will ich hier gar nicht weiterverfolgen. Ah, guck, hier ist auch gar kein Fenster da hinten drin. Also wird hier auch kein sein, also müssen wir das doch bestimmt rauswerfen. Nimm, 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 nimm. Gegenpusten nicht, aber wie wäre es, wenn wir ihn 5 Teile und gegenwerfen? Mal gucken. Oh je, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen, aber da ich keine bessere Idee habe, was soll's? Wird schon schief gehen, Hedwig. Patsch, 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 patsch und
Mit dem fünften getroffen. Respekt. Nanu, wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Da sind sie gleich wieder hochgerannt, die kleinen Minispots. Wir könnten ihn eigentlich auch mal wieder zusammensetzen. Jetzt wäre aber fraglich, wo das Ding niedergegangen ist. Wenn du nur wüsste, wo wir rausgeguckt haben. Es könnte sein, dass wir da rausgeguckt haben. Da müsste es ja eigentlich da reingefallen sein. Denn hier sehe ich so spontan nichts. Außer einen Brunnen und einen komischen Vogel. Na, Hahn. Gucken wir da mal rein. Ach, herrje, im Trog gelandet. Ja, Emma. Oh je, ja, außer den Scherben ist von meinem Destillat nichts mehr übrig. Was mache ich denn jetzt? Aufsaugen? Weiß nicht, was haben wir so dabei? Wir haben Kurbel, Kuhfuß, einen leeren Eimer, Nägel und ein leeres Fläschchen. Also damit abschöpfen geht jetzt ja wohl nicht, ne? Dafür ist da zu wenig drin. Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, was sie hat. Kuh müsste man sein. Wir haben nichts, was wir ihr anbieten können. Hier ist jetzt auch nichts, was wir ihr geben könnten, oder? Milch oder sowas? Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus. Dass die Welt kurz davor ist, unterzugehen, scheint sie nicht zu scheren. Kuh müsste man sein. Ja, sehr gut. Zu melken bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Ja, weswegen wohl? Also, ich glaube, das Fläschchen, ich glaube, nehmen wir lieber einen Eimer. Ich habe offenbar, aber sie... Ja. Dann probieren wir es mal mit dem Eimer. Das ist ja auch ein bisschen authentischer, Jens. Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... der immer mit dem... Nanu, wer sagt's denn? Der ist ja fix, du. Uiuiui. Naja, okay. Der war wohl auch mal auf dem Bauernhof. So, Eimer mit Öl. Naja, okay. Achso, die Kuh hat das jetzt schon in den 5 Millisekunden, die wir weg waren, aufgeschlappert. Und das kam dann sofort in die Milch. Ich meine, das muss ja gar nicht erst durch die ganze Kuh durch oder so, um dann... Ne, und so, ja. Na gut, wir haben jetzt einen Eimer mit Öl. Ich dachte eher, wir nehmen das Fläschchen, aber dann ist ja alles in Ordnung. Jetzt alles in Butter. So. Und das ganze Öl brauchten wir doch, um... Also das Olivenöl, right? Das brauchten wir doch, um das Planetarium anzuschmeißen. Ach nee, da gab's ja noch so ein Farbenrätsel. Ach, Herr Chemini. Ich will gar nicht. Ja, das haben wir auch schon gelöst hier. Das war schon ein wenig hübsch, das Rätsel. Das Wandmosaik. Los, Hedwig, schneller. Die Welt geht doch unter. Oder willst du da auch wieder zu spät kommen? So, knirsche, knirsche. Ich habe übrigens gelesen, dass es wohl in dem ganzen Spiel das einzige 3D-Modell ist. Kann auch sein, dass ich mich da verlesen habe. Naja, wir haben jetzt Öl. Das können wir doch bestimmt hier mal reinkippen. Oder Ölschacht. Was guck machst mal. Du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfüllstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem ist ein hochpräzises Gerät. Man muss es mit äußerster Sorgfalt behandeln. Na gut, wenn es sein muss. Ein Trichter. Ich bitte darum. Aber wir haben doch gar keinen Trichter. Wie wäre es, wenn wir das Glasfläschchen kaputt hauen und das als Trichter nehmen? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber wo zum Henker kriegen wir denn jetzt einen Trichter her? Aha. Komisches, finsteres Gedonner. Tja, ich glaube ja eher nicht, aber... Wir können das ja mal probieren. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Vielleicht andersrum? Ich glaube, das... Ja. Die Welt geht ja sowieso unter. Also, wenn wir jetzt einfach mal mit dem Kuhfuß das Fläschchen kaputt hauen, so ein bisschen. So, dann können wir uns vielleicht... Ich glaube, das wird... Habe ich nicht schon genug Scherben verursacht? In der Tat. Okay, das war nicht so die Idee. War ja ein Versuch, dass wir uns da einen Einfüllstutzen ausmachen können.